Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2, heute mit diesen Themen. Trumps Herausforderer, der Demokrat Joe Biden, will wie mit Kamala Harris als Vizepräsidentin den amtierenden Präsidenten ablösen. Die Umfragen sprechen derzeit für Biden. Aber wie verlässlich ist die Meinungslage in Zeiten der Krise? Darüber spreche ich mit Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch von der Universität Salzburg. Kritik aus dem Exil. Die weißrussische Opposition verurteilt die Rolle mancher österreichischer Unternehmen in Weißrussland. Lebenslang für den jungen Tiroler, der vergangenen Herbst in seinem Heimatort Kitzbühel 5 Menschen getötet hat. Was kann einen Menschen zu einer solchen Tat treiben? Knapp 3 Monate sind es noch. Am 3. November wird sich entscheiden, ob Donald Trump als US-Präsident für 4 Jahre in die Verlängerung geht oder ob Joe Biden ins Weiße Haus einzieht. Dort kennt er sich ja bereits bestens aus. An der Seite von Barack Obama war der 77-jährige Demokrat bereits 8 Jahre lang Vizepräsident. Die Umfragen seit Ende April, seit Biden als demokratischer Kandidat fixiert worden, sehen ihn stets voran. Aber 3 Monate können bekanntlich lang sein. Zur Vizepräsidentin will Biden im Falle seiner Wahl eine Frau machen, Kamala Harris. Sie wäre die erste Frau in dieser Funktion. Dabei hat das Time Magazine schon 1984 gefragt, warum nicht mal eine Frau als Vize. Damals trat Geraldine Ferraro als Kandidatin zur Vizepräsidentin unter dem unterlegenen Walter Mondale an. 2008 versuchte es Sarah Palin unter dem ebenfalls unterlegenen John McCain. Hillary Clinton war 2016 die bisher einzige Präsidentschaftskandidatin. Und jetzt versucht es eben Kamala Harris als Vizepräsidentin. Welche Chancen Biden und Harris tatsächlich haben, schauen wir uns gleich an. Zuvor noch Christoph Kohl und David Kriegleder aus Washington. Kamala Harris auf dem Weg nach Wilmington, Delaware, Joe Bidens Heimatstadt, wo sie heute ihren ersten Wahlkampfauftritt als Vizepräsidentschaftskandidatin absolviert. Im Internet wirbt das Duo bereits mit einem gemeinsamen Wahlkampfspot. You ready to go to work? Bist du bereit, an die Arbeit zu gehen, fragt Joe Biden Kamala Harris. Oh ja, sowas von bereit, antwortet sie. I'm so ready to go to work. Als erste nicht-weiße Kandidatin für das Amt soll Harris Schwung in den Wahlkampf des 77-Jährigen bringen und Wähler mobilisieren. Well, as African American, it's a very proud moment. Als Afroamerikanerin und als Frau ist das ein besonderer Moment für mich. Ich glaube, er hat eine weise Entscheidung getroffen. Die 55-jährige Juristin gilt als Liebling der liberalen US-Medien. Als Tochter jamaikanischer und indischer Einwanderer hat sie bereits mehrere Meilensteine gesetzt. Erste weibliche Chefanklägerin Kaliforniens, erste nicht-weiße Senatorin des Bundesstaates. Doch diese Vergangenheit bringt auch Ballast mit sich. Die linke Parteibasis der Demokraten wirft ihr genau jene harte Haltung in Sachen Kriminalität und Polizeiarbeit vor, gegen die seit Monaten Tausende demonstrieren. Sie ist nicht wirklich die Kandidatin, die ich mir gewünscht habe, aber ich hoffe, dass sie das Land einen kann. Auch deswegen schied Harris bei den demokratischen Vorwahlen noch vor dem ersten Urnengang aus. Mit ihrer Kandidatur hat sie sich dennoch einen Namen gemacht. Durch starke Momente in TV-Duellen, in denen sie auch Joe Biden attackierte. The Vice President has still failed to acknowledge that it was wrong to take the position that he took at that time. Dieses taffe Image soll sie nun in den Wahlkampf einbringen, etwa in einem geplanten TV-Duell gegen Trumps Vizepräsident Mike Pence. Harris inszeniert sich als furchtlose Kämpferin gegen Trumps Korruption und für den kleinen Mann. Dass ausgerechnet das reiche Amerika, Hollywood und die Großspender der Wall Street am lautesten über ihre Nominierung jubeln, passt dann nicht so recht ins Bild. Eine pragmatische Zentristin wie Biden, liberal, aber nicht zu weit links. Harris, eine logische und vermeintlich sichere Wahl für die Demokraten. Der gemeinsame Wahlkampf beginnt. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt, den absolvieren Sie hier in dieser Highschool, keine 5 Minuten von Joe Bidens Wohnsitz entfernt. Wegen Corona zwar ohne Publikum, aber ein paar Anhänger von Biden und Harris sind dennoch gekommen.
Für Joe Biden und Kamala Harris geht es nun darum zu zeigen, dass sie die Demokraten einen können, über die Basis hinaus mobilisieren und so Donald Trump schlagen können. Berichtet Christoph Kohl live aus Washington. Und wir gehen jetzt ebenfalls weiter live nach Klagenfurt zu Reinhard Heinisch, USA-Experte und Politikwissenschaftler an der Universität Salzburg. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend nach Wien. Herr Professor Heinisch, wir haben die Umfragen gerade gesehen. Diese Umfragen sprechen vom Start weg, als Joe Biden seine Kandidatur fixiert hat, für ihn als Favoriten. Aber was sind solche Umfragen so lange vor dem Wahltermin eigentlich wirklich wert? Da haben Sie vollkommen recht. Wir könnten jetzt sagen, vor 4 Jahren war es ähnlich. Auch dann konnte Donald Trump aufholen. Nur gibt es doch einige entscheidende Unterschiede, auf die man hinweisen muss. Weniger entscheidend für die USA sind jetzt die nationalen Umfragen, sondern sind die Umfragen in einzelnen Bundesstaaten. Der erfolgreiche Kandidat braucht 270 Wahlmänner, Wahlfrauen Stimmen. Und da liegt Biden deutlich näher und hat viel mehr Möglichkeiten und mehrere Bundesstaaten, die er für sich gewinnen kann, um auf diese kritische Anzahl von 270 Stimmen zu kommen, als es Donald Trump derzeit hat. Also es sieht vor allem bei den Umfragen in den Bundesstaaten sehr gut aus. Auch in Bundesstaaten, die an sich Donald Trump fix zugerechnet werden würden, auch dort liegt in einigen Biden vorne und er hat daher wesentlich mehr Wahlmöglichkeiten. Außerdem greift auch Trumps, die Versuche Trumps, ihn anzupatzen, deutlich weniger, als das bei Hillary Clinton funktioniert hat. Auch hier konnte sich eigentlich Donald Trump auf keine richtige, erfolgreiche Angriffsstrategie konnte sich hier entscheiden. Und die jetzige Situation macht es wahrscheinlich für Trump auch etwas schwieriger. Also hier Kamala Harris als Linksradikal, als Linksextrem darzustellen, wer sie versuchen wird, auch das wird nicht so leicht sein. Die Entscheidung gegen Hillary Clinton vor 4 Jahren wurde auch als Entscheidung gegen das Establishment gewertet. Ist das Establishment, also professionelle, lange vorbereitete, lange praktizierte Politik, jetzt in Krisenzeiten wieder mehr gefragt in den USA? Richtig. Zum einen, glaube ich, ist das Expertentum wesentlich mehr gefragt. Zum anderen, glaube ich, ist das Chaos und die permanente Aufregung um das Weiße Haus und die Unruhe, die Donald Trump permanent sieht, in Verbindung auch mit den sehr schwierigen Zeiten in den USA. Ich glaube, da gibt es auch eine Sehnsucht nach mehr Stabilität, eine Rückkehr zu einer eher konventionelleren, zu einem konventionelleren Amtsverständnis und auch der Vorwurf oder dieser Spitzname des Präsidenten für Joe Biden, Sleepy Joe, das klingt so ein bisschen wie ein süßes Versprechen jetzt, und das war sicher vor 4 Jahren ganz anders. Trump hat sich als Veränderer präsentiert, als jemand, der das von vornherein, der alles von Grund her ummodeln möchte. Und jetzt gibt es doch eine sehr starke Sehnsucht nach Stabilität. Und ich glaube, beide symbolisieren das hier, denn beide sind ja Kandidaten des Zentrums. Kamala Harris hat sich ja ursprünglich selbst für eine Präsidentschaftskandidatur beworben, hat dann zurückgezogen. Kritiker haben mir damals vorgeworfen, keinen klaren, konstanten Kurs zu verfolgen. Wofür würden Sie denn sagen, steht dieses Duo Biden-Harris inhaltlich außer gegen Trump? Ja, sie ist sicher ein wichtiger Faktor. Also man würde sagen, die Demokraten zählen darauf, dass es keine Wahlempfehlung ist, die geliebt wird von der demokratischen Basis, sondern dass die demokratische Basis einfach Trump so sehr ablehnt, dass sie dann auf alle Fälle dennoch diese eher beiden moderaten Kandidaten unterstützen wird. Nur ich würde sagen, genau der Punkt, der Harris seinerzeit bei der Vorwahl schadete, dass sie eben keine sehr dynamische, eher keine an der linken Basis populäre Kandidatin war, sondern eher eine berechnende, im Zentrum stehende, jemand, der ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin war, dass das würde ja wahrscheinlich in der Hauptwahl helfen, weil dort einfach das Wählerpublikum ein anderes ist. Da geht es eher, die Mittelamerika für sich zu gewinnen, die Vorstädte für sich zu gewinnen, viele Frauen anzusprechen, und da dürfte sie eher die Richtige sein. Das hat ihr aber sicher geschadet, als am Beginn des Wahlkampfes bei den Demokraten hier die Linke sehr stark war. Viele von denen, die Donald Trump vor 4 Jahren nicht gewählt haben, werden ihn möglicherweise auch diesmal nicht wählen. Aber was ist mit denen, die ihn begeistert unterstützt haben, die ihre Stimme ihm gegeben haben 2016? Spüren Sie bei denen so etwas wie eine Wechselstimmung?
es gibt ein bisschen eine Wechselstimmung. Also die, bei den Republikanern, vor allem die Wechselwähler sind deutlich stärker zu den Demokraten gewechselt. Bei den Republikanern gibt es auch eine Erosion, die ist im Bereich zwischen 5 und 10%. Aber hier geht es vor allem um die Leute, ob sie zur Wahl gehen oder nicht zur Wahl gehen. Trump hat es verstanden, eine relative Minderheit sehr stark zu mobilisieren. Er hatte die Wahl mit nur 27% der Wahlberechtigten gewonnen. Und wenn jetzt mehr von denen zu Hause bleiben und gleichzeitig die Demokraten mobilisierter sind und hingehen, dann dürfte es sicher ausgehen. Bei der letzten Wahl hat ja auch Hillary Clinton sogar 3 Millionen mehr Stimmen bekommen als Trump, aber es war nicht genug und es war in den falschen Bundesstaaten. Jetzt ist die Hoffnung, dass eben in den Staaten, die Trump gewinnen muss, die Leute eher zu Hause bleiben, aber die Demokraten aus Abneigung über Trump eher zur Wahl gehen und sich auch für jemanden entscheiden, der sicher jetzt kein Herzenswunsch der Demokraten ist. Also vor allem viele Jüngere haben sich einen spannenderen, jüngeren Kandidaten vorgestellt. Aber das ist eine Wahl, wo es eindeutig um Trump geht. Wegen der Corona-Pandemie gibt es weder bei Trump noch bei Biden bisher wirklich so etwas wie einen echten Wahlkampf. Wir haben es vorhin auch im Beitrag gesehen. Das findet alles unter ganz anderen Umständen statt als in vergangenen Jahren. Wir wissen natürlich, wie kräftezehrend solche Wahlkämpfe sind. Beide Kandidaten sind jenseits der 70. Aber Donald Trump hat natürlich als amtierender Präsident viele Möglichkeiten zu auftreten. Nützt ihm das oder schadet ihm das eher? Richtig. Und ich glaube, da sehen wir jetzt bei Trump einen Rollenwechsel. Bis jetzt trat ja Trump eher auf als Protestkandidat, der teilweise gegen seine eigene Regierung opponierte, während sich Biden mehr oder weniger versteckt von der Öffentlichkeit, sich immer wieder präsidential präsentierte, als Tröster der Nation während der Krise. Wir sehen jetzt, dass Trump, seitdem er auch die Wahlkampfführung gewechselt hat, stärker wieder versucht, als Präsident aufzutreten. Er spricht ja auch davon, im Weißen Haus Wahlkampf betreiben zu wollen, an sich ein No-Go in der amerikanischen Politik. Und das macht es sicher schwieriger für Biden, seine Strategie weiterzufahren. Also hier ist durch diesen Strategiewechsel Trumps sicher der Versuch da, auf Biden stärker Druck auszuüben. Man wird sehen, ob jetzt der Herr Biden mehr aus der Reserve kommen wird, sich mehr in der Öffentlichkeit präsentieren wird müssen und wie er vor allem als doch nicht mehr ganz junger Kandidat mit diesen Herausforderungen umgehen wird. Die kommenden Wochen werden es zeigen. Herr Professor Heinisch, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Klagenfurt. Guten Abend und danke. Von den USA wechseln wir jetzt nach Weißrussland, wo zur Stunde wieder Tausende auf die Straße gehen, um gegen den umstrittenen Wahlsieg des autoritären Staatschefs Alexander Lukaschenko zu protestieren. Seit Sonntag sind mehr als 6.000 Demonstranten festgenommen worden. Es gibt hunderte Verletzte. Ein Demonstrant ist in Haft gestorben. Die Polizei geht hart gegen die Demonstranten vor. Auch scharfe Munition wird eingesetzt. Es gibt Berichte über schwere Misshandlungen vor und während Inhaftierungen. Die Demonstrationen gehen heute in die vierte Nacht. Die Menschen werfen Präsident Lukaschenko massiven Wahlbetrug vor. Dialogangebote aus der EU und von Nachbarländern lehnt Lukaschenko, der Weißrussland seit 26 Jahren regiert, ab. Glückwünsche an Lukaschenko kommen aus der EU mittlerweile sporadischer, auch aus Österreich. Hierzulande war man Lukaschenko gegenüber früher durchaus freundlicher, sogar freundschaftlicher gesinnt. Und dieses Früher liegt nicht einmal ein Jahr zurück. Auch österreichische Unternehmen investieren kräftig in Weißrussland und ernten im Zeit im Bild-Interview dafür heftige Kritik von einer Oppositionspolitikerin. In Moskau treffen wir Veronika Zepkalo. Sie ist eine Mitstreiterin im Frauentrio rund um Svetlana Tichanowskaja, die das Regime von Präsident Alexander Lukaschenko stürzen wollen. Sie musste Weißrussland aber so wie Tichanowskaja verlassen. Die Oppositionspolitikerin sieht die Europäische Union und auch Österreich in der Verantwortung. Es ist wichtig, dass es Investitionen im Land gibt, aber nicht Investitionen für das Regime von Lukaschenko. Denn alle Kredite, die sie ihm geben, denn Österreich ist wirklich ein wichtiger Wirtschaftspartner für Weißrussland, all diese Kredite gehen zum Großteil an Lukaschenko und seine Familie. Das darf nicht sein. Ich bitte daher, den unterdrückten Menschen zu helfen und den politischen Gefangenen in unserem Land zu helfen. Österreich spielt eine große Rolle in Minsk, ist fünftgrößter Investor im Land. Einer der größten Player ist die teilstaatliche Telekom A1. Mit 4,8 Millionen Menschen hat man dort beinahe so viele Kunden wie in Österreich. Vergangenen Sonntag, als die Wahl stattfand, wurde das Internet in Weißrussland großflächig abgedreht. Erst seit heute Morgen funktioniert es wieder. Zepkalo kritisiert A1 dafür scharf.
Die Leute haben kein Netz, sie können ihre Verwandten nicht anrufen, um herauszufinden, ob sie eingesperrt wurden oder nicht. Sie können nicht die Rettung rufen, wenn jemand verletzt wurde. Das bedeutet, A1 beteiligt sich an diesen Aktionen, ob indirekt oder direkt. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie sich nicht an diesen dreckigen, blutigen Aktionen beteiligen, die Lukaschenko gegen das weißrussische Volk unternimmt. A1 bestreitet die Vorwürfe gegenüber der Zeit. Im Bild 2 sagt: Die Störungen der letzten Tage betrafen nicht nur A1 Belarus, sondern alle Internetprovider in Weißrussland gleichermaßen. Die angesprochenen Ausfälle, die wir sehr bedauern, lagen nachweislich außerhalb unseres Einflussbereichs. Natürlich ist die Nichtverfügbarkeit der Netze nicht im Interesse von A1 und damit nicht im Interesse von A1 selbst. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sein weißrussisches Gegenüber Alexander Lukaschenko erst im November letzten Jahres als erstes Staatsoberhaupt nach dem Ende der EU-Sanktionen 2016 empfangen. Für den Politikwissenschaftler Gerhard Mangott, der die Region gut kennt, ist das Verhalten Österreichs vor allem wirtschaftlich motiviert. Profit enthält keine Verpflichtungen politischen Dialogs, aber Österreich hat sich genauso wie Italien im Rahmen der EU besonders hervorgewagt und hat etwa Lukaschenko nach Österreich eingeladen zu einem Staatsbesuch und versteht sich nach eigener Aussage als Brückenbauer zwischen Österreich und Weißrussland. Ich glaube aber, das ist erstens eine Selbstüberschätzung und zum Zweiten ein politisches Mäntelchen dafür, die wirtschaftlichen Interessen noch intensiver zu verfolgen. Van der Bellen hat angekündigt, Lukaschenko kein Gratulationsschreiben zum Wahlsieg zu senden. Außenminister Schallenberg will die Beziehungen zu Weißrussland nun neu bewerten. Die Mehrheit der Weißrussen in Österreich hat übrigens die Opposition gewählt. Die Botschaft bestätigt derzeit im Bild 2, dass Oppositionskandidatin Tichanowskaja hierzulande mehr als doppelt so viele Stimmen wie Präsident Lukaschenko erhalten hat. 9 Jahre lang hat die Georgierin Ekaterina Rizhamadze in Österreich gelebt. Ihre mittlerweile 3-jährige Tochter ist hier geboren, aber beide leben nun wieder in Georgien. Denn im April hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die junge Mutter Österreich verlassen muss. Das Erkenntnis darüber habe ihr der Verein für Menschenrechte, der sie vertreten hat, aber nie weitergeleitet, sagt sie jetzt. Sie habe erst davon erfahren, als die Polizei vor ihrer Tür stand und sie und ihre Tochter in Schubhaft genommen hat. Die ganze Geschichte erzählt Ihnen Christoph Benders. Wir erreichen Ekaterina Rizhamadze über Skype. Die 33-Jährige ist seit 18. Juni zurück in Georgien. 2 Tage zuvor hat sie Besuch von der Polizei bekommen. Ich und meine Tochter haben voll Panik gehabt. Ich hoffe, dass meine Tochter kann nicht mehr an diesen Tag erinnern. Die hat diese Tage nur fast geweint, fast gar nichts gegessen. Diese Tage in Schubhaft waren wirklich sehr, sehr schrecklich. 2012 kommt die Georgierin mit einem Studentenvisum nach Wien. 2017 stellt sie den Antrag auf dauerhaftes Bleiberecht mit Arbeitserlaubnis. Dieser wird 2019 abgelehnt, weil ihr zum Zeitpunkt des Antrags wenige Tage auf die erforderliche Dauer eines durchgängigen Aufenthalts von 5 Jahren gefehlt haben. Die Mutter einer 3-jährigen Tochter legt Beschwerde dagegen ein und lässt sich vom Verein für Menschenrechte Österreich vertreten. Im April lehnt das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab. Sie muss Österreich verlassen, sofern sie keine Rechtsmittel einlegt. Das Erkenntnis sei der Mutter per E-Mail weitergeleitet worden, heißt es beim VMÖ. Geschäftsführer Günther Ecker zeigt uns die Mail. Abfilmen dürfen wir sie trotz seiner Vollmacht nicht. Eine Zustellbestätigung habe es nicht gegeben. Aber im konkreten Fall haben wir auch einige Tage nach der E-Mail-mäßigen Zustellung das Telefonat gesucht mit der Klientin. Eine georgischsprachige Rechtsberaterin hat mit ihr auf Georgisch entsprechend telefoniert und das ganze Sachverhalt in der gebotenen Kürze aber doch besprochen. Sie habe nie eine Mail erhalten, sagt Ekaterina Rizhamadze, und auch ein Telefonat habe nie stattgefunden. Hätte ich bitte einen Anruf oder einen E-Mail gehabt? Dann war ich ganz ruhig in meiner Wohnung gesessen und auf dem Schubhaft gewartet, natürlich nicht. Freundinnen der Georgierin haben noch am Tag der Schubhaft die Juristen Margot Nusime und Florian Huema kontaktiert. Das Anwaltsteam sieht ein grobes Versäumnis des Vereins. Eine Mail reiche nicht aus, um ein derart wichtiges Erkenntnis zu übermitteln.
Ab 2021 soll die Rechtsberatung im Asylverfahren von einer übergeordneten Agentur übernommen werden, die dem Innenministerium untersteht, die sogenannte Bundesbetreuungsagentur. Es brauche klare Strukturen, um Fälle wie diesen zu verhindern, so der Anwalt. Dass es hier zu qualitativen Standards kommt, was den Nachweis an Zustellerfordernissen betrifft, die eines Rechtsstaates wie Österreich würdig sind. Wäre Ekaterina Rischomadze freiwillig ausgereist, hätte sie zeitnah von Georgien aus einen Neuantrag stellen können. Jetzt hat sie eine Aufenthaltssperre von 1,5 Jahren. Ihre Anwälte haben einen Brief an das Innen- und das Justizministerium geschrieben. Auch eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte steht im Raum. Im Oktober vergangenen Jahres hat ein junger Tiroler seine Ex-Freundin, dessen neuen Partner, ihre Eltern und ihren Bruder getötet. Heute wurde er deshalb zu lebenslanger Haft verurteilt. Wir berichten gleich nach den Meldungen des Tages. In Österreich wurden von gestern auf heute 194 neue Corona-Ansteckungen gemeldet. Das ist der höchste Wert seit Mitte April. Alleine in Wien wurden 91 neue Fälle gemeldet, gefolgt von 31 in Oberösterreich. Stärkere Gesundheitskontrollen gibt es ab morgen am Brenner. Wegen der vielen Reiserückkehrer aus Risikoländern am Balkan, heißt es vom Land Tirol. Der in Russland zugelassene Corona-Impfstoff komme für Österreich und die EU nicht in Frage, sagt der grüne Gesundheitsminister Anschober. Experten weltweit stellen Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs in Frage. Manche Länder haben aber bereits Interesse bekundet, etwa Brasilien und Israel. Bei einem Zugunglück im Nordosten von Schottland sind 3 Menschen ums Leben gekommen. 6 weitere wurden verletzt. Der Zug war auf dem Weg von Aberdeen nach Glasgow entgleist. In der Region hatte es zuletzt starke Gewitter und Überschwemmungen gegeben. Die genaue Ursache für das Unglück ist aber unklar. Wegen eines Lkw-Unfalls war die A1 Westautobahn bei Amstetten heute stundenlang gesperrt. Ein Sattelzug war in Richtung Linz gegen eine Leitschiene geprallt, umgestürzt und in Flammen aufgegangen. Der Lenker blieb unverletzt. Wegen des Unfalls gab es 6 Kilometer Stau. Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler Trini Lopez ist im Alter von 83 Jahren nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Viele seiner Hits aus den 60ern, wie etwa der Song If I Had a Hammer, wurden zu Klassikern. Die Bilder, die wir normalerweise aus Kitzbühel sehen, zeigen eine spektakuläre Bergkulisse, siegreiche oder stürzende Skistars oder feiernde Promis bei nobler Hüttengaudi. Als Kitzbühel im vergangenen Oktober in die Schlagzeilen geraten ist, war nichts von all dem der Grund. Ein 26-jähriger Mann hat damals 5 Menschenleben ausgelöscht. Heute hat er sich dafür vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten müssen. Den 5-fach Mord begründete er damit, dass er sich von seiner Ex-Freundin betrogen und verlassen gefühlt habe. Das Urteil lebenslang. Mehr von Christine Baumgartner. Das Medieninteresse vor dem Schwurgerichtssaal ist heute groß. Der 5-fach Mord hat nicht nur Österreich erschüttert, auch international wurde und wird über den Fall berichtet. Ein Rückblick. Im Oktober 2019 taucht ein 25-Jähriger in der Polizeiinspektion in Kitzbühel auf und behauptet, 5 Menschen ermordet zu haben. Als Grund nennt er die Zurückweisung seiner Ex-Freundin. In der Tatnacht fährt er 2-mal zum Haus ihrer Familie. Beim 3. Mal nimmt er die Pistole seines Bruders mit, tötet die Familie und den neuen Freund der jungen Frau mit 16 Schüssen. Vor Gericht bekennt sich der Mann heute schuldig. Ich hatte einen Tunnelblick, sagt er. Er fühlte sich von der Familie seiner Ex-Freundin verraten. Kränkungen sind eine psychologische Supermacht. Sie gelten objektiv oft als Kleinigkeiten, als etwas für Warmduscher und für Weicheier. Subjektiv können sie aber die Welt bedeuten. Und Kränkungen sind Ursache von vielen psychischen Störungen, von vielen Straftaten, von Verbrechen, ja sogar von Kriegen. Und gerade zwischenmenschliche Delikte dieser Art beruhen oft auf etwas so Simplem, auf etwas so scheinbar Einfachen, wie es Kränkungen sind.
Zum Tatzeitpunkt war der heute 26-Jährige alkoholisiert, aber zurechnungsfähig. Die Beziehung war für ihn ein wesentlicher Faktor im Leben. Aber es gibt keine Hinweise auf eine Geisteserkrankung. Der Mann ist völlig normal, so die Gerichtspsychiaterin. Im Umkehrschluss bedeutet das, jeder Mensch ist imstande, ein Verbrechen zu begehen, etwa wenn er in eine existenzielle Krise gerät. Ich denke, jeder Mensch hat in sich gute Anteile, Gott sei Dank, und auch eine Reihe von Verschatteten, von den berühmten seelischen Abgründen, die wir zum Teil nicht kennen, die uns nicht einmal bewusst sind, die wir aber gern kennenlernen möchten. Aber ich glaube, man müsste viel mehr fragen, durch welche situativen Umstände kommt es so weit, dass ein Mensch tatsächlich so etwas tut. Umgebracht zu werden, sagt der Verurteilte heute vor Gericht, habe niemand verdient. Er würde sich wünschen, dass ihn jemand aufgehalten hätte in dieser Nacht. Ein Geständnis, das die Richterin nicht zu einem milderen Urteil bewegt. Wegen der, Zitat, kaltblütigen und heimtückischen Tat muss der Mann lebenslang ins Gefängnis. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Wer in diesem Jahr noch Wünsche offen hat, bekommt heute Nacht Unterstützung von ganz oben, damit die Wünsche auch in Erfüllung gehen. Der Meteorstrom der Perseiden erreicht sein Maximum. Die Überreste des Kometen Swift-Tuttle verglühen in der Erdatmosphäre und sorgen für ein Spektakel. Das Wetter heute Nacht bietet günstige Bedingungen, um dieses Spektakel auch zu beobachten. Aufbleiben lohnt sich also, sagt Vera Gruber. Und sie sagt auch, wie das Wetter morgen wird. Morgen Donnerstag ist es zunächst meist sonnig. Aus Südwesten ziehen aber bald erste Schauer und Gewitter herein und tagsüber breiten sich diese aus. Am längsten sonnig bleibt es im Osten. Dazu ist es schwülwarm bei 26 bis 32 Grad. Auch der Freitag und der Samstag verlaufen wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Sehr sonnig, meist trocken und heiß ist aus heutiger Sicht der Sonntag. Auch bei den Badeseen macht sich die Hitze bemerkbar. Die Wassertemperaturen haben deutlich zugelegt. Der Stubenbergsee etwa hat schon 28 Grad. Von allen, die über Dreisat dabei waren, muss ich mich mit diesen heißen Aussichten verabschieden. Danke fürs Zuschauen und liebe Grüße aus Wien. Bei uns in ORF2 geht es jetzt weiter mit dem Weltjournal und Patricia Pawlitzki. USA-Korrespondentin Hannelore Veit stellt gleich ihr Washington vor und zeigt uns, wie sehr sich die amerikanische Hauptstadt in den vergangenen 6 Jahren verändert hat, als Hannelore Veit als Leiterin des Korrespondentenbüros in die Stadt zog. Nicht nur wegen Präsident Trump, der hier gar keine Mehrheit unter der Bevölkerung hat, sondern auch, weil die Pandemie den Alltag massiv verändert hat. Bis gleich. Das Weltjournal sehen Sie jetzt gleich in ORF2, die ZIP-Nacht um 23.04 Uhr in ORF1 und die ZIP-2, wenn Sie mögen, morgen wieder um 22 Uhr. Für heute noch einen angenehmen Abend und eine gute Nacht.